Herzlich willkommen zum Neville Goddard Express Kurs. Der letzte Teil heute, Teil Nummer 5. Und heute geht es um große Wünsche, der Wunsch nach finanzieller Freiheit, eine glückliche Beziehung, Gesundheit oder eben auch vielleicht ein bestimmtes Auto oder so. Je nachdem. Das allererste ist, dass dieses Video nicht so lang geht wie das letzte Video. Einfach aus dem Grund, dass es gar keine großen Wünsche gibt. Ein Wunsch ist ein Wunsch, ein Verlangen ist ein Verlangen. Es gibt nicht ein großes Verlangen oder ein kleines Verlangen. Denn du hast das Verlangen bekommen und es manifestiert sich, wenn du nicht im Wege stehst. Das heißt, es ist unabhängig, welches Verlangen du bekommst. Die finanzielle Freiheit ist genauso leicht zu manifestieren wie ein wundervoller Tag. Dein Verstand ist der Einzige, der das Ganze differenziert und sagt, oh mein Gott, das eine braucht doch viel mehr als das andere. Nein, das ist nicht der Fall. Es sind alles nur Bewusstseinszustände. Wenn du in einen kleinen Bewusstseinszustand wechseln kannst, dann musst du es einfach nur anwenden für einen großen Bewusstseinszustand und der Formel folgen. Ja? Das heißt, wenn du den Wunsch nach finanzieller Freiheit hast, ist das allererste, dass du spezifisch wirst. Wisse ganz genau, was für dich finanzielle Freiheit bedeutet. Die meisten Menschen sind viel zu vage. Wisse, was du willst. Das ist immer das Erste. Werde so spezifisch, wie du spezifisch werden kannst, ohne dich in unnötigen Details zu verlieren, zu grübeln oder so. Aber schau dir dein Leben an, sag dir, was willst du ungefähr für ein Leben, was für einen Lebensstil möchtest du und wie viel Geld bräuchtest du monatlich oder jährlich oder als Festsumme, dass du dieses Leben leben kannst. Nummer zwei ist, dass du bei größeren Wünschen dir etwas mehr Zeit lässt, diesen Bewusstseinszustand zu erkunden. Wenn du einen Bewusstseinszustand erkundest, denkst du über deinen Zustand nur nach, und fragst dich zum Beispiel, was wären so die schönsten Dinge? Was wären die schönsten Dinge, wenn ich finanziell frei bin, wenn ich diese Summe monatlich verdienen würde? Und dann ist es wie eine Tagträumerei, du entspannst und dann überlegst du einfach mal so, was wären so die ganzen schönen Dinge? Wie würde dein Leben in diesem Jahr verlaufen, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren? Und das Erkunden ist einfach wichtig, damit du schon mal so ein Gefühl für diesen Bewusstseinszustand bekommst, dass der Kontur annimmt. Dann ist es einfacher, in diesen Bewusstseinszustand einzutauchen und auch festzustellen aus dem Alltag heraus, ob ich in diesem Zustand noch bin oder ob ich rausgefallen bin. Dieses Erkunden des Bewusstseinszustandes, das machst du bei kleinen Wünschen nur so ein bisschen nebensächlich, das ist nicht so wichtig. Das machst du nur, wenn du merkst, okay, das ist vielleicht jetzt mal angebracht, aber bei größeren Wünschen solltest du es wirklich tun. Wenn du eine Partnerschaft willst, dann wisse erstens, was willst du für eine Partnerschaft, welche Eigenschaften sind für dich enorm wichtig für eine glückliche und harmonische Beziehung und dann erkunde den Zustand. Gehe davon aus, es wäre wahr, wie würde dein Leben in den nächsten 1, 5, 10 Jahren wohl verlaufen? Ja, was wären so die schönsten Dinge, wenn es wahr wäre? Und wenn du das getan hast und das machst du nur einmalig, das machst du nicht vor jeder Meditation oder jedes Mal im Alltag, wenn du merkst, du bist aus diesem Zustand herausgefallen, das machst du einmalig. Und wenn du es einmalig getan hast, dann hast du genug über diesen Zustand nachgedacht. Ja? Solange du über einen Zustand nachdenkst, passiert nichts. Es geht immer darum, dass du aus dem Zustand herausdenkst. Wie machen wir das dann? Wenn ich ganz genau weiß, was ich will und wenn ich den Bewusstseinszustand erkundet habe, dann entspanne ich mich wieder. Ich gehe wieder in den Dämmerzustand. Ich kann den imaginativen Umzug machen, ich kann die Suggestionsmethode, die wir am ersten Video besprochen haben, anwenden, für vielleicht 5 bis 10 Minuten, bis ich merke, okay, ich bin geistig und körperlich entspannt. Und dann, in dieser Entspannung, frage ich mich die beiden Fragen. Was würde definitiv implizieren, dass dieser Wunsch bereits erfüllt ist? Ja, sagen wir, ich möchte mein Einkommen verdoppeln, ich verdiene jetzt 1.000 Euro, ich möchte mal 2.000 Euro verdienen. Und was würde mir definitiv das bestätigen? Ja, vielleicht eine Urlaubsreise oder vielleicht würdest du woanders einkaufen dann gehen, vielleicht auch mal andere Sachen einkaufen gehen, würdest dann vielleicht dir mal auch dein Lieblingsgericht öfters gönnen oder öfters ins Lieblingsrestaurant gehen oder vielleicht auch irgendwie, wenn mal ein Geburtstag ist, mal ein anderes Geschenk jemanden schenken, was auch immer, ja. Wenn du den Bewusstseinszustand erkundet hast, dann kommt da relativ zügig auch die Vorstellung. Und wie gesagt, du tust gar nichts mehr. Du fragst, du lässt einfach geschehen. Es kommt eine Vorstellung, du nimmst sie an und dann steigst du in diese Vorstellung hinein und fühlst einfach mal, wie es wäre, wenn das jetzt wahr wäre. Wie machst du das? Du beschreibst das einfach. Du beschreibst einfach, was du wohl sehen würdest, was würdest du ertasten, was würdest du eventuell hören. Und fühlst dich einfach mal so in diese Vorstellung hinein, wie es wäre. Ja, du gibst dir einfach die sinnliche Lebendigkeit, so nannte Neville das. Und wenn du das getan hast und dich so hineingefühlt hast, einfach mal in diese Vorstellung, die da plötzlich so aus den Tiefen deines Seins aufgetaucht ist,
fragst du dich einfach, wie würde ich mich fühlen, wenn das wahr ist? Wie würde ich mich fühlen, wenn mein Wunsch bereits erfüllt ist? Und dann kommt auch automatisch ein Gefühl hoch aus den Tiefen und du musst nichts weiter tun, als dich in dieses Gefühl einfach zu entspannen. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf dieses Gefühl. Neville hat immer gesagt, dieses Gefühl ist ein Fisch, der aus den Tiefen kommt, und deine Aufmerksamkeit ist dein Fangnetz. Und du musst deine Aufmerksamkeit, also dein Fangnetz, auf diesen Fisch richten, damit du ihn fangen kannst. Und das machst du, indem du in dieses Gefühl dich hineinbegibst. Du wirst mental einfach still. Wie gesagt, du kannst eine Suggestion sprechen, wenn es einfacher für dich ist, deine Aufmerksamkeit zu halten, wie zum Beispiel, oh, wundervoll, das ist großartig. Ja, also wirklich ganz, ganz kurz, maximal 3 Wörter und dann gehst du einfach in dieses Gefühl hinein. Und du bleibst so lange in diesem Gefühl, bis dich das Verlangen verlässt, bis du sagst, boah, ja, jetzt bin ich erstmal befriedigt. Ja, das ist, ich bin zufriedengestellt. Mein Verlangen ist gestillt. Ja, wenn ich in den Zustand gehe, dass ich bereits gegessen habe, kann ich nicht weiter hungrig sein. Das geht nicht. Ja, und dann gehst du einfach deinem Alltag wieder nach. Du wirst gerade bei großen Wünschen vielleicht feststellen, dass du sehr häufig zweifeln wirst, dass du sehr häufig aus diesem Zustand rausfällst, vielleicht auch schon sehr zügig. Wenn du das bemerkst, dann gehst du einfach wieder zurück, indem du dich kurz entspannst und dann einfach wieder in dieses Gefühl hineintauchst. Tue das wirklich immer wieder, wenn du merkst, dass du raus bist. Tue es auch bestenfalls sofort. Schieb es nicht aus Bequemlichkeit auf. Ja? Frage dich einfach, wie würde ich mich fühlen, wenn es bereits war ist, und fühl nochmal kurz so, wie es wäre, und dann geh einfach weiter. Grundsätzlich ist es so, dass die großen Wünsche vor allem leben von den kleinen Wünschen. Je mehr kleine Wünsche du dir erfüllst, also je mehr du einfach mit kleinen Wünschen spielst und dann einfach immer mehr Beweise in deinem Leben bekommst, dass es tatsächlich funktioniert. Bei den ersten Beweisen wirst du vielleicht sagen, ach, das wäre sowieso passiert. Aber wenn du irgendwann dann 100 Beweise, 200 Beweise hast und eigentlich jeden Tag irgendwelche Wunder kommen, wo du dir denkst, das habe ich mir vorgestellt, dann wirst du immer weniger sagen können, dass das einfach so passiert. Und dann bist du immer mehr überzeugt. Und diese Überzeugung ist schlussendlich entscheidend dafür, dass du auch die größeren Wünsche manifestierst. Die bauen dann sozusagen darauf auf. Die meisten Menschen machen das mit diesen kleinen Wünschen nicht. Sie üben nicht, sie wenden es nicht an, vielleicht auch aus Bequemlichkeit. Und was dann passiert, ist eben, dass sie besessen sind von diesen großen Wünschen. Aber sie können diese großen Wünsche einfach sich gar nicht erfüllen, weil sie absolut kein Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen haben sie nicht, weil sie mit kleinen Wünschen nicht gespielt haben, weil sie auch den imaginativen Umzug nicht geübt haben und gar nicht so wissen, wie sich das anfühlt, in einem Bewusstseinszustand zu sein. Auf was kommt es wirklich an? Das alles entdecken sie nicht. Und dann kann das auch nicht so ins Leben treten, wie man das sich erhofft. Und teilweise dann versuchen sie es vielleicht 1-2 Jahre und es funktioniert nicht. Dann wird gesagt, das Gesetz der Annahme funktioniert nicht. Es funktioniert immer. Es funktioniert absolut immer. Es gibt keine Ausnahmen. Aber sie werden dann sagen, es funktioniert nicht. Aber es funktioniert halt nicht, weil sie es einfach nicht so angewendet haben, wie Neville es gelehrt hat und wie ich es auch versuche weiterzubringen. Okay, also, das war's. Ich möchte am Ende jetzt hier nur noch mal kurz darauf eingehen, dass du absolut nichts tun musst, damit es dann auch so kommt, wie es kommen soll. Wenn du wieder überlegst, was könnte ich tun, um das zu beschleunigen, ist das immer ein Indiz dafür, dass du wieder nur über deinen Wunsch nachdenkst. Du bist nicht in dem Zustand. Deine einzige Aufgabe ist, gehe wieder in den Zustand. Alles andere passiert automatisch. Du wirst zum Tun gedrängt. Andere Menschen übernehmen gewisse Dinge und werden eben, alles wird genau sich so formen, dass dein Wunsch erfüllt wird. Also du musst absolut nichts tun. Entspanne mehr, versuche weniger. Okay, das war's von dem Neville Goddard Express Kurs. Wenn dir dieser Kurs gefallen hat und du das Buch noch nicht dazu diesem Kurs gelesen hast, empfehle ich dir wirklich, dass du dir dieses Buch noch holst. Es lohnt sich. Das alles wird noch mal ein bisschen tiefer dargestellt. Es sind wirklich sehr, sehr gute Vorträge von Neville übersetzt worden. Meiner Ansicht nach die praktischsten, die ich von ihm kenne, die diese Bewegung im Geist einfach meisterhaft erklären. Und du kannst dann halt einfach dieses Buch als deine Standardlektüre nehmen. Ja, es ist einfach ein Handbuch der erfolgreichen Anwendung des Gesetzes der Annahme. Und wenn dir das Buch gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn du mir eine Rezension bei Amazon hinterlässt, weil dadurch werden eben auch viele Menschen überzeugt von diesem Gesetz oder beziehungsweise geben dem eine Chance, weil sie sehen, okay, das wurde gut bewertet. Ansonsten rennen halt noch viele Menschen dann in die falsche Richtung und sind unzufrieden. Und das können wir vermeiden gemeinsam, indem eben wir das Ganze ein bisschen bekannter machen. Ich danke dir, dass du diesen 5-teiligen Kurs mitgemacht hast. Ich hoffe, dass dir nochmal vieles klarer geworden ist und dass du dann natürlich auch vielleicht in unserer Facebook-Gruppe, wenn du beitretest, deinen Erfolg dann mit uns teilst, egal welcher es ist. Wir freuen uns über jede Erfolgsgeschichte. Bis dann und ja, wir sehen uns dann vielleicht bei einem Webinar wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.